Am vergangenen Donnerstag fand in Riff das Handballspiel der Handball-Landesliga zwischen dem ATSV Hallein und dem UHC Salzburg 2 statt, in dem die Hallainer zunächst am Ball waren. Immer noch die Hallainer vor dem Tor von Wolfgang Lugstein versuchen es noch einmal, immer noch die Hallainer, und scheitern dieses Mal an dem sehr stark positionierten Torhüter des UHC Salzburg. Jetzt aber die Salzburger. Schöne Aktionen, der Ball bleibt in den Reihen der Salzburger. Neuer Versuch, gut herausgespielt. Immer noch die Salzburger am Ball. Vielleicht jetzt ein Wurf. Immer noch Wurf und abgewehrt. Kein Tor für den UHC Salzburg. Jetzt aber Kontermöglichkeit. Schön herausgespielt, wirft auf und da ist der Ball im Tor. Schön herausgespielt, der Torwart des ATSV Hallein war bei diesem Schuss absolut chancenlos. Jetzt allerdings der ATSV Hallein am Ball. Guter Wurfversuch, sehr gut herausgespielt, wirft auch, und das war ein klares Foul und das ergibt derzeit keinen 7 Meter. Immer noch der ATSV Hallein und dieses Mal waren auch die Gastgeber erfolgreich. Ein alles in allem sehr ausgeglichenes Spiel in dieser Begegnung. Jetzt aber wieder der UHC Salzburg. Der Ball ist im Tor. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Schön herausgespielt und keine Chance für den Torhüter des ATSV Hallein, da irgendwas zu machen. Jetzt aber. Schön herausgespielt, wird hier klar gefoult und das gibt einen klaren 7 Meter, wie beim Handball die Strafstöße genannt werden. Wird es Wolfgang Lugstein schaffen, den Ball abzuwehren? Der Schiedsrichter pfeift in diesem Augenblick Schuss und nein, der Ball landet im Tor. Keine Chance für Wolfgang Lugstein, da irgendwas zu machen. Jetzt aber. Wieder ein 7 Meter und dieses Mal gilt wieder das Tor Schütze gegen Tormann, aber der Ball landet an der Stange und daher logischerweise kein Tor. Jetzt wieder die Salzburger am Ball, machen einen Konter und auf jeden Fall geht auch der Ball daneben. Endstand 27-27 und auch dieser Endstand geht aus meiner Sicht absolut in Ordnung.